Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Alles 17 im Multiplayer-Projekt mit Maurice und Harry. Hallöle. Hallöchen. Ja, mit meiner etwas anderer Besetzung. Ja, mit Harry mal als weiteren Helfer für den heutigen Abend wahrscheinlich. Denn heute brennt echt der Bauch gerade mal hier. Ja, jedenfalls haben wir Lust auch mit dem noch. Ja. Aber 20 lässt sich doch gut fahren. Ja, ich brauche nur bald wieder einen Abtank, aber alles sonst läuft. Ja, jetzt schafft er. Ach, ey. Ja, ist da auch direkt am Hof. Perfekt. Das kannst du dann direkt. Alles direkt am Hof, das ist kein Ding. Und Muckis wieder am Essen. Heute keine Chips? Nein! Ich will vor 3 Jahren, nein. Ja, die Folge ist auch immer noch Kult, ey. Die existiert nur leider nicht mehr. Nur leider haben wir sie nicht mehr. Weder auf dem alten Server habe ich hier alle Videos gelöscht, noch auf der alten Festplatte habe ich sie drauf gehabt. Ich hab's auch nicht mehr. Jetzt. Ich hab's nicht mehr. Dass sie auch leider nicht mehr existieren, also auch leider nicht mehr downloaden oder so. Nee, weil sonst hätte ich dir ganz entspannt nicht einfach von YouTube downloaden können. Naja. Was ich mit. Und über diese YouTube. Links, wo man sich die Videos angucken kann, die von verschiedenen Jahren, das habe ich auch schon versucht, auch nicht. Wie YouTube anschauen kann, Video. Hä? Erklär mal kurz. Nein, es gibt doch verschiedene Seiten, wo man YouTube-Kanäle eingeben kann, wo man dann suchen kann, nach Jahren, welche Videos die waren. Ach, Harry, hast du abgekippt? Ja, hast du. Gut. Die Seite kenne ich jetzt so nicht. Ja, gibt es verschiedene. Auf jeden Fall habe ich da auch schon mal nachgeschaut. Du weißt aber noch, wie das Ding heißt? Ey, weiß ich nicht, das ist auch schon ein bisschen her. Ich habe danach schon geschaut, das ist leider nicht. Schade, denn du. Ja, gut, ja. Ja. Wie hieß eigentlich unser alter Kanal? Rampi mit uns. Ach, ja, genau. Ich glaube, ich müsste rein theoretisch irgendwo noch die Dings haben. Das Kanalbild ja, müsste ich eher. Handy alle drauf, noch Bilder. Ich glaube, dass ich das noch habe, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich müsste alles von unserem Kanal. Na gut, jetzt von unserem Kanal müsste ich es auf jeden Fall haben. Ich habe mir überlegt, deswegen mal nochmal neu. Ja, noch den Strohball mit. Ein bisschen zu weit weg. Wir haben ja jetzt ja aktuell nur noch diesen Kanal hier. Gut, wir hatten vorher auch nur einen, aber mit dem sind wir dann komplett neu angefangen. War der LP mit uns Kanal nicht dein Kanal irgendwie als alter Kanal oder so? Ja, das ist jetzt mein Modellbahn-Kanal, ist das ja jetzt. Über welche E-Mail läuft denn der eigentlich? Weißt du das? Ruhigseile.gmail.com. Ach, die war das. Jo. Boah, da ist aber auch schon. Ey, ein ganz schönes Stückchen her, ey. Ja. Ja, wann haben wir angefangen? Ich glaube 2013, ja. Ja, mit wie vielen Abonnenten haben wir da am Ende aufgehört? Ich glaube, es waren 30. 30? Wir haben jetzt über 200. Mhm. 200. Ja, wir 200. Hatten den Kanal über ein Jahr, bis zum Sommerferien 2014. Ja. Und in den Sommerferien 2014 hatte Marc mich da mal angeschrieben, hat mir in der Schule vor dem Ferien besprochen. Ja, und dann weil uns die alten Kameraden auf Piss kriegen, ja, dann kommt ein neues Video. Und da haben wir uns überlegt, machen wir einen neuen Kanal. Machen wir auch kein altes Video, also auf allen Kanal, wie der neue hieß. Wir haben gestartet. Wir haben einfach gestartet und die anderen haben wir einfach so ganz sachte auslaufen lassen, oder so in der Richtung war das. Ja, und den habe ich dann jetzt umgemodelt, aufgeräumt. Ende 2015 habe ich ihn dann umgeschrieben als Modellbahn Tipps und Tricks. Du kannst fahren. Ja, ich komme gerade jetzt zum Feld wieder mit neuem Klamottenwerks. Achso, du bist gar nicht im Drescher. Nein, ich sitze gerade gar nicht im Drescher. Ich wollte jetzt gerade mal kurz den Teleskoplader holen, dass jedenfalls schon mal hier steht. Aber ich kann da reinspringen. Sekunde. Da bist du. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass du gewechselt bist. Ich bin gewechselt, aber. Ja, du sitzt immer noch im Drescher. Ich denke, aber fährt der jetzt nicht mal los. Nee, ja. ich hab Harry, deswegen habe ich Harry gesagt, ob der abgetankt ist, weil das so aussieht, als hätte er nicht abgetankt. Aber hat er dann ja. Ja, Vorsicht, okay. Ich setz zurück.
Ja, siehst du, hast du was zu tun und ich habe ja ein bisschen Zeit zum Vorlauf. Mari, wenn du willst, kannst du auch neben mir herfahren. Ja, klar, oder bald. Oder. Ah, ja. Siehst du, habe ich nicht gehört. Ah, ist das ehrlich? Ja, das ist echt so ein triftes Team hier. Meine Herren. Ja, auch schon viel Scheiße mitgemacht, wa? Da waren schon ein paar Sachen dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Auch geile Sachen. Ja, das mache ich ja mit den Scheißsachen. Also, wie scheiße geworden haben, das war ja der Fall meistens immer das Geilste. Ich kann mir noch auf. Ich weiß noch, wie wir auf der Frankenland-Map gezockt haben, da Mais gewechselt. Sascha, ach ey, das war ja noch ganz Urzeit. Mari, fragen, ob Harry die überhaupt noch kennt. Oder irgendwie doch. Also, Sascha kennt er ja, aber Rico, das war ja echt der Knirr mit seinem Güllefahren, echt. Kennt er die Geschichten gerade schon, brauche ich nicht nochmal erzählen. Kaum, ja, komm. Scheiß auf jetzt, ist einfach. Wir hatten mal ganz am Anfang noch bei unserem LS-Projekt mit Harry, wo wir Harry oder wo Mark. Das müsste auf dem alten Kanal sogar noch gelaufen sein. Ja, war es auch. Ich frage mich, ich habe gleich noch eine Frage, wenn du die nicht jetzt schon beantwortest. Und dann hatte dann Mark, war dann erst zuerst mit Harry und den anderen Projekt, dann bin ich dann später erst dazugekommen. Und dann hatten wir mal, der ist gesagt Rico und der wollte immer Glück fahren. Wir hatten gerade Map angefahren, wollte sofort immer Glück fahren. Ja, und da hatte Harry dann nachher gesagt, nee, hier ist nicht immer Gülle fahren. Ja, und dann haben wir dann Schlussstrich gezogen und dann war dann Rico weg. Dann haben wir noch ein gutes Jahr mit dem Sascha gespielt. Bis Ende 2015, so die Richtung. Und dann war aber auch Feierabend, weil mir Sascha dann auch auf den Piss ging. Und seitdem habe ich von dem auch nichts mehr gehört. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch Harry, Tobi habe ich... Ja, letztes Jahr mal gesprochen, diesen Pisskanacke da. Sorry, dass ich jetzt mal so sprechen muss, aber da ging mir echt auch ein Piss. Ja doch, wann hatten wir das letztes Jahr, als wir von Berlin wiederkommen, hatten wir noch eine Diskussion, aber sonst? Was war eigentlich noch deine Frage, Marc? Du hast ja gerade gesagt, dass ich Harry kennengelernt habe. Nein, ich habe Harry kennengelernt, du hast nur mit ihm das LS-Projekt erst gemacht, damit ich später zugekommen. Ich habe nämlich noch den Zettel, das ist nämlich noch eine Sache, ich habe nicht den Zettel, da hast du mir aufgeschrieben, wie die Karte aufgebaut war und welche Fahrzeuge ich mir kaufen musste. Den Zettel habe ich noch hier rumfliegen. Na, fahr mal weg da. Ich gleich mal aus, ob ich ihn finde, warte mal. Wo sind die Zettel? Ich frage mich nämlich gerade... Ja, warte. Wie bist du denn eigentlich zu Harry gekommen? Ach, über Sponsoring. Über Tobi. So, wo ist der? Und wie sind wir auf Tobi gekommen? Gute Frage. Ich werde verrückt. Ich habe einen Zettel, deine orangenen Notizzettel. Da steht die Mapkarte drauf und welche Fahrzeug ich mir kaufen soll, genau. Sind wir nicht? Ah, ich weiß, wie wir zu Tobi gekommen sind. Erzähl du erst mal. Ich sag dir, was ich mir kaufen musste. Wir hatten erst den Teamspeak von sponsoring.de, den es auch nicht mehr gibt. Pagian. Genau, Pagian. Wo ebenfalls einer Mark hieß. Da hatten wir den ja als allererstes. Und da gab es ja irgendwie Stress, weil Tobi auch ein TS dort hatte. Der hat unser TS nachher gehackt, genau, mit so einem anderen Vollidioten zusammen. Ach ja, jetzt langsam dämmert's wieder. Genau, und da habe ich mich mit den Supportern auseinandergesetzt, die haben gesagt, ja, Tobi, den kennen wir. Und dann sind wir unvollzüglich auch da hinzugerutscht, was uns teilweise Arbeit beschert hat. Ja, und dann, genau, ich hab den orangen Zettel von Marc gerade hier liegen. Ja, der hatte mir auf der einen Seite, hat er mir die Map gezeichnet, wo was liegt. Hab ich die gezeichnet? Ja, hast du. Ich? Ach, ich hab dann die Namen dazu geschrieben, welcher Hof wo lag. Hab mir den Weg reingezeichnet, wo es die Muss mal kurz was gucken. Süß. Genau, dann hast du mir geschrieben den TS3 von Harry, wie Harry hieß, also der Admin-Passwort und das Spiel, den Spielnamen. Und dann hast du mir noch aufgeschrieben, welche Fahrzeuge du hattest und die habe ich mir dann auch gekauft. Und zwar, ganz geil, ich habe zwei Achse, einen Radlader, einen Case 230 mit Stollgabel, die Rolle mit T6, also Gabel und Schaufel für den Stoll. Harry, du kannst direkt wieder abfahren, wenn du möchtest, dein Hänger ist voll. Und Marco und ich hatten die Großklamotten, die Tier- und Futtermischwagen. Ja, das steht hier noch drauf. Das ist geil. Der Zettel ist 3 Jahre alt. Nice. Harry, wir quatschen gerade über alte Zeiten, wie wir dich kennengelernt haben. Sascha auf Farbmap und wie ich
und Tobi und so, da quatschen wir gerade so ein bisschen. Also, du bist voll irgendwie. Ja, ich mach den gerade komplett voll. Perfekt, passt nicht mal alles rein. Ich hab sogar noch was geguckt. Was denn? Ja, ich Sekunde, warte mal kurz, bis Harry weg ist und ich wieder auf der Bahn bin. Was mir jetzt gerade mal so dermaßen und den. Harry, du kannst fahren, wenn du möchtest. Achso. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, als Tobi zu uns gesagt hat, dass wir nie Erfolg haben werden? Und jedenfalls nicht so wie er. Ich hab gerade mal nach seinem Kanal gegoogelt oder geguckt. Der hat, 114 Abonnenten aktuell. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich guck gerade. Ja, genau. Das ist, weiß ich auch. Der hat 3140 Aufrufe zu 144 Abonnenten. Kanalbeitritt am 2.12.2013. Und das letzte Video kam, warte. Das kam letztens noch, das weiß ich. Gestern. Ja, genau. Wieder ein Infovideo und Trackmania Turbo vor einer Woche, zwei Wochen und drei Wochen. Und dann, also ja, also gut im Wochentakt aktuell. Ja, es waren noch Zeiten. Ich bin froh, dass ich Domini jetzt nicht mehr kennen muss, soll, kann. Jedenfalls so, keine aktive Zeit. Das letzte Mal, wo es ja Probleme gab, war ja mit den Punkten, die wir auf unserem Teamspeak hatten. Ach, hör mir auf. Rufsilos voll? Ja. Dann verkauft, was du noch im Anhänger hast. Fertig, aus Ende. Ja. Weißt du, immer oder noch 65%. Oder komm erst nochmal zum Feld, mich abtanken und dann kannst du verkaufen. Ja, genau. Machen wir noch einmal voll und dann verkaufen und dann... Rest müssen wir. Ich such dir mal eben raus, wo du es verkaufen kannst. Dann habe ich dir eine Arbeit erspart. Und du kommst jetzt erstmal wieder zum Feld, dass ich voll mache. Güterbahnhof, der liegt direkt hinter uns. Das ist ja perfekt. Er sagt gerade, Hofziel ist voll. Ja, naja. Kommt zu uns und hinter uns ist direkt der Güterbahnhof. Dann zeigt er für 700 Euro die Pfanne kaufen. Verkaufen. Verkaufen, wollte ich schon sagen. Ja? Boah, das waren echt noch Zeiten, ne? Ich bin froh, dass sie vorbei sind. Boah, ich kann mich noch dran erinnern, wie wir Stress hatten, nur weil dieser scheiß Punkt auf dem Teamspeak kam. Boah, hör mal auf, Marc. Wie wir von der Berlinfahrt wiedergekommen, ich so eine Stunde bevor wir wieder an der Schule waren, ich mit dem Handy auf dem Teamspeak gejoint bin und da alles auseinandergerupft war. Oh. Ja, wer war's? So ein scheiß russischer Hacker. Ja, weil wir dann rausgefunden haben. Oh, ich bin gleich voll. Ja, und da war ja, leck. Und da war ja echt extrem. Und wann war das? Irgendeiner hat mich dann nach den Herbstferien, also wir sind ja bei den Herbstferien wiedergekommen. Na, komm jetzt. Ach, leck mich. Wir sind ja nach den Herbstferien wiedergekommen. Vor den Herbstferien. Und dann sind wir genau in die Herbstferien reingegangen. Ich weiß noch, wie mich einer aus dem Bus zwei Wochen oder drei Wochen, als wir aus den Herbstferien rausfahren, angesprochen hat, warum mein TS so aussah, wie er erst aussah. Harry fährt bei mir gerade durch den Ballen. Ja, bei mir auch. Und da hat mich nur einer gefragt, wie es bei mir auf dem TS aussah. Na gut, aber das haben wir jetzt ja auch geklärt. Aktuell läuft's alles. Es sieht bei uns ganz gut aus. Ja, ich kann mich nicht beklagen, du bist jetzt. Nö, 200. Ich warte eigentlich nur darauf, dass YouTube unseren 203. Abonnenten synchronisiert. Ich habe nämlich gestern Abend die Mail bekommen, bevor ich mein PC ausgemacht habe. Naja, hast du mir noch geschrieben. Naja. Ja, ich kann gar nicht schon wieder los. Ja, Maurice, es ist genau, 200 Roh ist genau synchronisiert schon. Perfekt. Wollte sagen, dass die Folge vorbei ist. Wollte ich? Nein, wollte ich nicht. Nein, wollte ich nicht. Das wäre echt so episch, wolltest du sagen, dass die Folge vorbei wäre. Echt Gedanken lesen können. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir müssen jetzt. Brauche ich auch gerade? Nö. Okay. Ausnahmsweise bei mir mal nicht. Er hatte gerade mal kurz PFS-Anbrüche. So, das Spiel hat geleckt. Oder so. Deswegen muss ich gerade mal vorher zurück, weil sie ganz halt gefallen, falls das nicht irritiert haben sollte. Nö, bei mir nicht. Ich mehr Ballen, Harry. Mark, meine ich. Ja, warum? Spaß beim Stapeln. Ja, ich werde das gleich auch machen jetzt im Anschluss. Ja.
Aber okay, jetzt, weil, aber jetzt darfst du abmoderieren. Ja, boah, guck mal, war gar nicht so verkehrt. Ja, 30 Sekunden. Ja, immerhin. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ah, warte. Kanal. Schau auf jeden Fall auch bei Harry, ehemals Harry, vorbei. Gibt's den Kanal noch, Harry? Oder? Im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.